Ja, servus, da ist der Olli von Metal.de. Wir sind auf dem Rockharz, wie jedes Jahr für euch unterwegs. Das ist unser wunderschönes Team. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Das ist ein super Festival. Und wie es ausgegangen ist, das seht ihr am Ende dieses Videos. Hi Leute, Marcel von Metal.de hier. Wir sind dieses Jahr wieder beim Rockharz am Start, freuen uns unter anderem sehr darüber, die Autogrammstunde wieder veranstalten zu dürfen. Gleich wird das Festival feierlich eröffnet. Viel Spaß! Hallöchen! Wir haben gerade das Rockharz feierlich eröffnet und haben euch direkt in der Menge gesehen. Für welche Band seid ihr hier? Helene Fischer. Auf was freust du dich beim Rockharz am meisten? Auf die gute Laune. So, wen haben wir denn hier? Ja, hi, ich bin der René. Und was macht der René hier? Ja, ich stehe hier am Meet & Greet Stand und pass auf, dass die Jungs und Mädels hier am Stand, also die Band, dass die genug Alkohol bekommen und Wasser, wenn es sein muss. Eine sehr ehrvolle Aufgabe, würde ich sagen. Ja, mein Herz pocht sehr. Auf wen freust du dich am meisten hier beim Rockharz oder generell auf das Rockharz? Ja, auf jeden Fall The Halo Effect. Bin ich sehr heiß drauf. Ich hoffe, ich muss dann hier nicht arbeiten, wenn sie spielen. Und mal gucken, muss ich mit meinen Jungs noch abklären, ob hier einer dann übernimmt und dann, ja, bin guter Dinger. Ich auch und deswegen viel Spaß. Danke, wünsche euch auch. Alia, was machst du heute hier? Du spielst heute gar nicht. Was machst du hier? Ja, was mache ich hier? Seit 3 Jahren bin ich zu Gast auf dem Rockharz mit meinem Zelt und viel gute Laune. Also richtig mit Zelten, Camping und allem drum und dran? Ja. Na gut. Auf was freust du dich denn als Fan hier die nächsten Tage? Bitte? Auf was freust du dich die nächsten Tage hier als Fan? Also natürlich bin ich absoluter Maiden-Fan, deswegen ist natürlich heute Abend Bruce Dickinson ein Highlight. Hab mich eben gefreut, irgendwie unsere Freunde von Brothers of Metal zu treffen. Mit denen haben wir jetzt auch einen Song gemacht, der kommt demnächst. Und ja, und ach Leute, es sind so viele krasse Bands da. Ich meine, das Line-Up dieses Jahr ist irre. Also wenn ich da einige rausnehmen würde, das ist ja total fies. Weil natürlich, ich freue mich auf Pain, ich freue mich auf Hypocrisy, ich freue mich auf Judas Priest, ich freue mich auf heute Abend Amorphis, eine meiner absoluten Lieblingsbands und alles Mögliche. Also Leute, so viel. Außerdem, liebe Kollegen, D'Artagnan sind da. Definitiver Tipp an alle, die es noch nicht kennen. Dominum, hört euch das an, vollkommen geil. Ja, was weiß ich, Faun sind da, auch Freunde von uns, die jetzt mit uns einen Song gemacht haben. Hey, es ist ein Familientreffen, wie immer. Ja, servus. Auch hier wieder am Metal.de Stand auf dem Rockharz Festival ist unser Yannick. Was machst du denn bei Metal.de eigentlich? Alles. Also wirklich, ich mache Präsentationen, ich mache, ich arbeite jetzt beim Relaunch auch mit, ich schreibe Rezensionen, Konzertberichte. Ich mache eigentlich nur keine Fotos und Social Media, das macht auch lieber ihr. Ich muss sagen, Yannick ist einer unserer Besten, wie alle. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit! Gerade eben spielen Guter Lachs. Und wir haben gehört, dass es da ganz schön abgeht. Und wir gehen da jetzt mal rein für euch. Komm, komm. Freunde, Guter Lachs! What? Right. You want it?
haben wir denn hier? Hi, ich bin Niklas. Und was macht der Niklas hier? Bier trinken. Nein, ich organisiere hier quasi den Stand vor Ort. So, also quasi alles, was so die Orga angeht, die Bands abholen, die Bands irgendwie herbringen und sowas. So, die Autogrammstunde vom Metal.de organisiert, muss man natürlich schon mal explizit erwähnen. Ja, ja, Entschuldigung, ja, das ist mir entfallen gerade. Ja. Ja, Niklas, ich würde sagen, schön, dass du da bist und cheers. So, wen haben wir denn hier? Den Mirko, hallo. Wer ist Mirko und was macht Mirko? Der schreibt für Metal.de, habe ich gehört. Auch hier. Auch hier, okay. Welche Bands hast du so, die du schreiben musst im Bericht? Geschrieben habe ich gerade Power Paladin, aber ich schreibe heute noch Dirk Schneider. Und freust du dich auf Dirk Schneider? Ich sag mal, Accept-Klassiker gehen immer, oder? Gerade wenn Udo die singt. Das klingt sehr gut. Ja. Mirko. So, Freunde, wer das letztjährige Aftermovie vom Rockhards gesehen hat, der weiß, dass wir eine Challenge mit Zelten hatten. Weitwurf-Challenge sozusagen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, das Camp der Champions zu finden auf dem Campground hier. Und da gehen wir jetzt mal ganz, ganz leise rein und schauen, vielleicht erwischen wir letztjährige Champions. Kommt mal mit. Ja, servus. Das gibt's ja nicht. Da sind unsere Zelt-Weitwurf-Champions alle am Start oder fast alle am Start. Wie geht's dir heute, 365 Jahre nach dem letztjährigen verpassten Triumph? Es sind ja nicht ganz Jahre, es sind ja Tage, aber ansonsten ziemlich gut. Ja, ich war halt wirklich knapp am Sieg vorbei. Muss ich mit klarkommen, aber ansonsten ist alles perfekt. Wie bereiten Sie sich auf den nächsten Wettkampf vor? Auf jeden Fall mit noch mehr Bier. Bitte schildern Sie Ihre Eindrücke des bisherigen Rockhards Festivals. Alkoholisch. Und was treibt dich denn immer wieder zum Rockhards hierher? Der Alkohol, die Musik und die coolen Leute. So, wir sind hier bei der Powerwolf-Beichte. Was gibt's denn zu, oder was gab es zu beichten? Ich habe mein Dynamit zu Hause vergessen. Bitte erklären. Was hat es mit dem Dynamit auf sich? Naja, es gibt ja halt ein Lied, wo halt, Sacrifice with Dynamite. Ich habe mein Dynamit zu Hause vergessen. Also. Hi, wie lange stehst du denn schon hier bei der Powerwolf-Beichte? 2 Stunden, dann bin ich zu Waag und dann bin ich wieder zurück. Also, ich bin eigentlich nur in Begleitung hier. Achso, wie lange stehst du? Also wenn ihr Interview habt, bis 13 Uhr. Seit 13 Uhr, okay. Und was gibt es zu beichten? Dass ich mir leider Konzertkarten für Deichkind besorgt habe. Also ganz schlechter Musikstil, würde ich sagen. Ne? Wie lange stehst du denn jetzt hier schon an, um deine Beichte abzulegen? Seit wann? Seit 12:30 ungefähr? Ja. Seit 12:30 ungefähr. Was macht man im Bademantel bei der Bußestunde von Powerwolf? Beten, nicht nass werden. Ja. So, was gab es denn zu beichten? Es gab zu beichten, dass ich 2018 hier auf meinem ersten Festival war und mit einem Kumpel ein gewaltiges Kreuzfeuer-Banner habe unterschreiben lassen und es bis heute nicht geschafft habe, das in meine Wohnung aufzuhängen. Hallöchen, wo erwischen wir dich denn da gerade? Nach der Ablassbrief-Session von dem Herrn Falk Maria von Powerwolf, auf die ich seit 12 Uhr gewartet habe, durch Regen und Sturm. Ich habe den Ablassbrief, meine Sünden wurden mir vergeben. Wir sind jetzt hier bei Hotshot Records, die sind ja auch bei uns am Stand dieses Jahr. Schauen uns ein bisschen das Sortiment an, was es da so alles gibt. Aber wir wollen Dennis mal fragen, welche Platten hier am meisten angefragt werden. Tatsächlich am meisten werden nachgefragt Sachen, die auch hier spielen. Haben wir alles auch da drüben. Orden Ogun ist bisher ganz gut gegangen. Ansonsten die Klassiker, Metallica, alles. Aber es gibt kein wirkliches Highlight, was ich raussagen kann, aber es läuft alles ganz gut.
Welches kleine Schätzchen hast du unter der Ladentheke versteckt, das du nicht verkaufen willst? Was ich nicht verkaufen will, ich will alles verkaufen. Natürlich. Aber natürlich sehr toll ist von JBO diese Box mit einer wunderschönen Saftpresse in Form einer ehemaligen Bundeskanzlerin. Die würde ich natürlich jedem ans Herz legen, der noch zu Hause keine Saftpresse hat. Ganz klar, ganz klar. Gibt es auch Bands, die du hier dieses Jahr richtig abfeierst, oder hast du gar keine Zeit, Bands anzuschauen? Ich habe wenig Zeit. Ich habe mir gestern Bullet angeguckt. Das war mir sehr wichtig, weil das eine meiner Lieblingsbands ist. Ansonsten Judas Priest ist natürlich geil und ja, aber alles ist schön, was ihr spielt. Jawohl. Ich habe gehört, ihr habt einen ganz, ganz leckeren Kaffeelikör. Das ist richtig. Und da würde ich jetzt gerne mit dir nochmal anstoßen zum Abschied. Ja? Prost. Prost, Dennis. Reality is heaven, reality is hell. That's our obligation, we are the best around. From wild creeds, we will return. Ich stehe jetzt hier gerade mit dem David. David war mitbeteiligt an der Anreisesituation und regelt hier alles Wichtige vor Ort. Wenn ihr nämlich auf diesen Campground raufsegelt, dann trefft ihr meistens auf David, weil David sagt euch, wo ihr rechts und links zu fahren habt. Genau, und wie, nur das. Wie sah es gestern aus? Was sagst du den Leuten? Ja, also vom Prinzip her wird erstmal abgeklärt, ob sie ihre Tickets dabei haben, weil ja viele auch probieren, ohne reinzukommen. Und wenn sie im Kofferraum liegen, hat man auch. Mhm. Denn eben halt so, was die Vorschriften sind, Glas, flüssige Brennstoffe, ja, ich meine extrem an Waffen oder sowas wird eben halt geguckt, die Autos werden kontrolliert. Ja, und ansonsten wünschen wir uns halt viel Spaß, ja. Wie ist die Stimmung so allgemein? Kommst Super. Du da auch mit deinen Argumenten Super. Irgendwo an Leute, wo die sagen, nein. Oh komm, wir gehen nein. auf Konfrontation? Nein. Also Rockhards ist wirklich eine Veranstaltung, da hast du es ganz, ganz wenig. Also bei den Stadtfest haben wir viel mehr Theater. Ja? Ja. Da wird mehr gestänkert? Richtig, richtig. Also wir hatten es gestern teilweise gehabt, 8 Kilometer bei 13 Stunden Anfahrt. Für Quedlinburg bisher 8 Kilometer und trotzdem waren die Leute gut drauf. Ja, also ein, zwei Genervte, aber gut, wenn du eine Reise hast von 14 Stunden, irgendwann sind die Nerven durch. Aber ich sag mal, ein, zwei Gespräche, ein bisschen was Lockeres, kriegt man das immer hin. Bist du jedes Jahr hier als Security unterwegs? Ja. Das ist jetzt das 5. Jahr, was wir hier sind. Wie gesagt, wir machen die ersten 3 Tage mal Anreise und die letzten 2 Tage gehen wir dann ins Infield. Das heißt, ihr seid so eine kleine Security-Family mittlerweile, könnte man auch fast sagen. Ja, kann man so sagen, ja. Also wir machen hier selbstgemachte Spätzle, mit der Hand werden die hier noch gemacht. Unsere Soßen wird auch alles noch per Hand gemacht, alles frisch zubereitet hier bei uns. Und wir haben eine breite Palette an vegetarischen, veganen und auch Fleischgerichten. Und welches ist dein persönlicher Favorit? Oh, eine sehr gute Frage. Also ich mache das schon sehr lange hier und ich muss sagen, ich esse alles sehr, sehr gerne, immer noch nach wie vor. Lässt sich auch viel mischen, aber ich würde sagen, ich esse gerne die Camembert-Weißwein-Soße mit einem Klecks-Tomate sehr gerne. Sehr geil. Und welche Band feierst du am allermeisten auf dem diesjährigen Rockhards? Also dieses Jahr sind sehr viele coole Bands dabei, muss ich sagen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Judas Priest natürlich. Und was ist denn noch was? Creator war gestern auch sehr cool. One shatters, cannot bear. Reach out to this page. New world is wise. It bursts cooling. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut, natürlich. Noch halten wir durch. Ja. Das heißt, Eis wird auf jeden Fall gekauft, egal wie viel Regen runterkommt, ja? Ja gut, also letztes Jahr waren wir hier, da hatten wir eine starke Hitze, da war es natürlich besser mit dem Eis, ne? Aber es wird trotzdem gekauft. Also die Leute hier, die sind da nicht so zimperlich. Also Leckerchen holen sie sich dann immer ganz gerne. Wir sind jetzt hier an einem unserer Lieblingsstände, nämlich am Frittenschlitten. Und ausnahmsweise ist hier gerade ein bisschen Pause, deswegen nutzen wir den Moment. Wie geht's euch? Super. Sehr gut. Wie läuft das Geschäft? Ganz gut, es macht Spaß mit euch hier. Auf jeden Fall, gestern Abend war es ein bisschen mit dem Regen, aber es ist trotzdem sehr angenehm hier. Ja. Welches Gericht wird bei euch am meisten bestellt? Wir sind der Frittenschlitten. Die Frittchen, also die Frittchen. Die sind ganz begehrt hier. Auf jeden Und die Spezialsoße. Ja. Knoblauch ist heute Morgen auch auf jeden Fall ein Trend. Was ist die Spezialsoße?
Cocktailsoßenmäßig, aber nochmal verfeinert mit Zwiebeln und Liebe. Genau, ganz viel Liebe. So Leute, wir stehen hier mit Tobi von Katschel und ja, wie kommt es, dass ihr hier beim Rocker seid? Naja, es ist ja nicht so weit von unserer Homebase in Thüringen entfernt und von daher, wir sind hier mittlerweile auch schon 10 Jahre plus mit dem Katschelstand und ein bisschen mitgewachsen mit dem Festival, auch wenn das nur so marginal unser Klientel abgreift, ist immer noch genügend Extrem-Metal-Publikum da, sodass wir da immer Spaß haben. Und für uns ist es auch so ein bisschen eine Entspannung vor unserem eigenen Festival. So nochmal runterkommen, ein bisschen Festival genießen, bevor wir dann selber an der Front arbeiten. Gibt es denn so eine Art wie ein Kassenschlager hier beim Stand? Dieses Jahr ist es schon Kanonenfieber, gerade für uns so. Das war schon auch klar, aber es ist halt auch einfach so. Auf welche Band freust du dich am meisten hier beim Rockhard? Also als Fan bin ich froh, dass ich Judas Priest in der Tat nochmal sehe. Ich kann ja zweimal die Woche Dying Fetus live sehen, von daher freue ich mich da auch sehr drauf. Und Nestor und Amarante darf ich ja nicht in der Öffentlichkeit sagen. Wir sind von Metal.de und du bist? Dani aus Quedlinburg. Die Dani aus Quedlinburg macht hier Security und wie läuft es bis jetzt? Bis jetzt gut, die Stimmung ist, siehst du ja selber, die ersten Schnapsleichen haben wir schon oder Bierleichen in dem Fall, aber die sind immer alle gut drauf hier, auf jeden Fall. Das heißt, Rockhards ist ein sehr entspanntes Festival, um Security-Dienst zu machen, ja? Auf jeden Fall, ich kenne andere Veranstaltungen, ohne Namen zu nennen, sind nicht so entspannt. Auf was freust du dich denn, wenn du hier so außen am Zaun stehst? Kriegst du genug mit vom Festival? Wie du siehst, kriege ich ganz viel mit heute. Ich kriege aber auch mehr intern mit und es macht immer wieder Spaß, dieselben Leute zu treffen. Ich bin sehr oft bei den Maltesern die ganzen Jahre. Die fahren hier laufen vorbei, freuen sich. Das sind so die Geschichten, man freut sich und die sagen schon, wann komme ich hin. Und ich bin morgen 3 Tage bei den Maltesern. Jeder hat hier seine Geschichte, es macht einfach Spaß. Also. So, wir sind jetzt hier auf dem Campingground vom Rockhaus und wir haben hier den Metal On. Samuel Müller. Okay. Samuel, dein wieviertes Rockhard ist es denn? Das ist tatsächlich mein 2. Rockhard-Festival. Ich war letztes Jahr auf meinem ersten Rockhard-Festival, genau. Okay, und was macht für dich das Rockhard aus? Also, was ich sehr faszinierend finde, ich war schon auf vielen Festivals, aber du hast hier die Möglichkeit, eigentlich theoretisch jede Band zu hören, wenn du willst. Also diese Abstände, die 5-Minuten Abstände, die sind einmal frei. Und du kannst also dieses Hin- und Her-Switchen von der Linken, von der Dog, zur Rockstage, das ist einmal frei. Vierter Tag vom Festival. 3 Tage steckt schon in den Knochen. Wie kommen wir dazu, 24 zu entscheiden, so jetzt mal auf zu klettern? Das kann ich nicht sagen, aber weißt du, wie es ist? Schwache Planung und dann trinkt man ein Bierchen, noch ein Bierchen und ehe man sich versieht. Das ist der letzte Tag. Ja, man hat ja noch was auf der To-Do-Liste und dann steht man hier. Hast du schon mal in den letzten Jahren hier oben? Na klar, Alter. Es ist raus.